Ich sehe da unten rechts schon was. Trüffels, Kissen. Das gefällt mir schon mal. Wir gucken uns jetzt gleich in der Butz hier um, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange 2. Mecha Robot ready for takeoff. 3, 2, 1. Ist jetzt was abgehoben? Da ist wieder eine Menge Fantasie im Spiel. Holzofen, Zeitschriften, Tafel, Jacke, Schüssel, nicht Schlüssel, Tasse, Papas Bild. Das sind mir vielleicht zwei. Der Sean und der Daniel. Keine $5 in der Tasche, aber ein eigenes Haus haben. So. Poor doggy's out of water. Dann holen wir mal Schnee von draußen rein. Wird er irgendwann schmelzen und dann auch relativ warm werden. Hey Shroom, you thirsty? Aw. Good girl. Ein Familienfoto. Kann es vielleicht sein, dass der Husten von Daniel. Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Dass der vielleicht von der Kraft kommt, der Husten? So als Nebenwirkung? Ist das sowas wie ein Auge der Vorsehung? Könnte sein, oder? Sein Immunsystem wird schwächer, je mehr er die Kraft einsetzt. Ich denke mir halt, mit den Erfahrungen mit Max. Die Zeitkraft hat halt auch so ihren Nachteil gehabt, ne? Mit dem Stürmchen. Oh, so now you let me pet you, huh? Give and take. I get it. Nochmal. Was? Nur einmal streicheln? Das ist ja fies. Das ist Quälerei. Feels weird to be living in their home. Aha. Sind das drei Geschwister oder ist das Papa und die beiden Kinder? Könnte beides sein. Aha. Papa und Maggie und John. Oh, 1993. Das ist aber schon etwas her. Das sind über 20 Jahre. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Muss ja nicht bedeuten, dass Cascadia. Muss ja nicht bedeuten, dass das Bild. Oder dass sie 1993 hier aus dem Haus gegangen sind. Dafür sieht das auch, glaube ich, zu gut aus. Aber das Bild ist halt schon etwas älter. Sagen wir es mal so. Papa Hill. Cascadia, Oregon. Hi Papa, sag hallo zu deinem kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich... Nee, anders. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes mit Sicht auf den Strand und Balkon. Ich komme mir so verwirrt vor, doch ich weiß, dass John in einem Schloss in den Alpen ist, also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll, das neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Aha, das neue Jahrtausend ist auch schon etwas älter, die Postkarte. Da liegen zwischen dem Foto und der Postkarte hier schon mal 7 Jahre. Einfach Erinnerungsstücke. Heißt nicht direkt, dass die in dem Jahr halt aus dem Haus gegangen sind, 1993 oder 2000.
Ich vermisse die Urlaube in unserer geheimen Hütte. Ah, das hier ist dann wohl die geheime Hütte. Aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Die sind doch putzig. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Liebe euch alle, Maggie. Besen. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Tja, hätte Fahrradkette. Zigaretten. Wish I had more than tobacco, to be honest. Na. 4 Dosen. Leere Scotchflasche. In was für einem Glas serviert man Scotch? Daniel's been sick for more than a week. And it keeps getting worse. Oh. Na, ich behalte es mal im Hinterkopf, oder ihr vielleicht auch, dass die Kraftspielerei vielleicht ein Grundursache für den Husten ist. Scotch, Sherry, Gläser dazu. There was a little bit left when we came. Warum nicht einfach aus der Flasche? Help staying warm. Naja. Gibt einem das Gefühl. Aber wenn dieses Gefühl oder diese Wirkung nachlässt, dann ist es schlimmer als ohne. Hab ich gehört. Plus 5 street cred. We scored with these clothes. Plus 5 street cred. He's definitely a fast learner. Maybe too fast. Ja, wann alles dran war? Ist das ein Wirbelsturm? Da wurden Blätter herumgewirbelt. 10. November, erste Stunde. 17. November, fliegende Flasche. 21. November, Zweige und Blätter. 25. November, kleine Steine. 1. Dezember, großer Stein, Schneebälle. Das ist heute. Das ist voll gemein. Tornado. In welchem Jahr sind die denn? Ich würde sie ganz gerne lesen. We're so lucky this thing is still working. Bevor ich hier das Feuer anmache, gucke ich mal die aktuelle Aufgabe. Genau. Deswegen machen wir das zum Schluss, auch wenn es besser wäre, das Ding sofort anzumachen. Aber wenn wir den Holzofen anmachen, dann lösen wir vielleicht was aus und können wir nicht mehr rumgucken. Trüffelskissen. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Thank God kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. Sie hat es rumliegt. Ave So Comics. Kommt mir bekannt vor, dieses Ave So. $1. 3. September, welches Jahr? $1.25 in Kanada. Mit Gratis-Poster. Hot Dog Man. Mein Senf ist fantastisch. High school feels so far away now. Tja, Schule ist auf einmal gar kein Thema mehr. So glad we trade my stupid blanket for this. Getauscht? Warum nicht beides? This house is cool, but it doesn't help with Daniel's health. Kind of weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. I hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit.
think I could get used to living like this. Quiet, free. This thing is strong as a rock. Ein Geschenk von Brody. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Sowieso sollten so viele Räume wie möglich geschlossen bleiben, damit die wenige Wärme dann in einem Raum bleibt. Let's go, bro. We're freezing in here. GoPro. Nicht Go Bro, sondern GoPro. Altes Telefon. Feels almost good to be cut off from everything. Hat man halt so seine Ruhe, ne? Bloß ohne Internet, ohne YouTube, ohne Strom ist dann schon etwas blöd. Also ohne Strom heißt ja dann auch ohne PC. Gott, oh Gott. Hello, Motel Room Soap. Aha, mitgenommen, aber noch nicht alle, hä? Dann wohl deutlich sparsamer damit umgegangen, als noch im Motel. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Ganz schön bunt, diese blauen Dosen mit dem roten Schraubverschluss. Man könnte auch Deckel sagen. Pro-Tip, always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Pro tip, always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Aus beiden Ecken enden. Pro tip, always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Once you get used to squatting, it's not so bad. Nope. Trockene Kleidung. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. So ganz ohne geht's nun mal nicht. Ich meine, dass beim Supermarkt die Sachen da aus dem Container holen, ist ja auch nichts anderes als klauen. Sachen, die einem nicht gehören, an sich nehmen. Ob jetzt Kleidung oder eben irgendwelche Lebensmittel, die vermeintlich weggeworfen werden. At least we have fresh water in our front yard. Na, fließendes Wasser. Stehendes Wasser ist problematisch, da könnte es schon ziemlich bäh sein. Hey. I put some clean water in the bathroom, so you can wash a little. Okay. Kommt er jetzt hierher, oder macht das erst später? Zugeklebtes Fenster. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Schon waschen ist auch schwierig. Braucht sie irgendwie Seife oder Waschmittel? No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. Ach so, da war irgendwas draußen oder am Fenster und er hat sich erschrocken und dann ist mit seiner unkontrollierten Kraft dann einfach was durchs Fenster gesaust. Hier ist die Decke mal in Ordnung. Naja, dafür die Wand nicht so sehr. Das ist die Tür nach hinten raus. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. Hoffentlich ist die auch recht dicht. Kaputter Rahmen. Yep. No more indoor training sessions. Okay. Das ist so ein Laufrad aus Holz. Fehlt bloß schon was. Hm,
wieder auf die Matratze gegangen. Daniel needs a doggo friend. Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom, sit, girl. Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this, traitor. Daniel needs a doggo friend. Cool. Gotta love one-hit wonders. Welches soll das sein? Schauzeug, Feuerzeug. This thing has saved our ass. Thanks again, Dad. Time to get warm. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Oh. Hope Patientenzentrum. Portland in Oregon. Sehr geehrter Patrick Hell, dies ist eine Erinnerung an Ihren geplanten Chemotherapietermin im Hope Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Wie können. Okay. Datum. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555 HOPE von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Fischer. Der 25. Mai 2003. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Etwas mehr als 13. 13,5. Liegt aber relativ offen rum, wenn der Brief nicht gelesen werden soll. Oh. No excuse not to binge read. Oh yeah. He definitely cared for us. What a piece of shit. Der Hank. Tankstellenbesitzer konfrontiert Flüchtige. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeioffiziers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem er sie in seinem Laden erkannte. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Sie wirkten verloren. Ich wollte ihnen nur helfen, als ein Vater und Bürger. Ja, ja. Schön nach außen ein entsprechendes Bild präsentieren, aber dahinter ganz anders sein. Der lebt also noch. Ist vielleicht auch besser so, ansonsten wären es schon zwei, die wir auf dem Zettel haben. How can I feel bad for him? Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews. Matthews, den Namen haben wir gelesen bei der Kamera. Schwester von Wachtmeister Kindred Matthews. Der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielt und auf Kritik, die online am Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte alleine sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls. Auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss. Wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährdeten Heimen.
und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen. Doch genau so wie wir um andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Ich denke mir gerade, wir wissen ja nicht genau, wie er getickt hat. Ob jetzt der Trieb, so zu handeln, wie er gehandelt hat, einfach aus Erfahrung, aus der Erfahrung kommt, weil er einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, wie ein Kollege gestorben ist, weil etwas aus dem Ruder geraten ist, weil er zu lange gezögert hat. Gut, in einem halben Jahr, seitdem er Polizist ist, ob da schon sowas passiert ist, wissen wir nicht. Oder ob er einfach was gegen Ausländer hat. Wenn es Letzteres ist und wenn der zweite Kollege auch so drauf ist, dann stehen zwei Beamte, die sich gegenseitig mit den Aussagen stützen, gegen zum Beispiel uns da oder gegen halt Opfer. Andererseits, wenn der eine Polizist nicht so tickt wie sein Kollege, könnte das gut sein, aber ja, je nachdem, wie man es dreht und man weiß es halt vorher nicht, bringt das einem nichts. Aber ja, die Polizei sollte immer mindestens zu zweit unterwegs sein. Sag ich mir. Die sehen sich aber ganz schön ähnlich. Könnten fast schon Geschwister sein. Oh yeah. How can I feel bad for him? Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Einfach mal nachgucken, wenn man mal wieder Internet hat. Den Brief kennen wir schon. Buntstifte. I'm used to ink, so this will be different. I have time to learn now. Altes Radio. Ist das ein Radio zum Kurbeln ohne Batterie oder Kabelsteckdosen betrieben? Das wäre praktisch. Ein Induktionsradio. Immer schön schütteln. Wenn schön schütteln, dann einfach mal Chloe anrufen, die weiß, wie man mit genügend Schwung genug Saft in so ein Gerät bekommt. Wenn ich an die Schneekugeln denke. Dead for a week. But at least we got some news. Oh Mann. Was haben die in der Hand? Waffen. Was hat Max irgendwann gesagt? Nie wieder Waffen. Denken Sean und Daniel auch so? Kinda reminds me of Dad's cheesy posters. Oh Mann. Nicht übertreiben mit der Kraft, ja? Daniels Bau. Zum Glück haben hier Kinder gelebt, deswegen sind ja Spielsachen. Nice work, Daniel. All that Minecraft paid off. Wobei so ein Weltraumspielzeug jetzt noch etwas cooler ist, wenn die Sachen wirklich wie von Geisterhand oder einfach durch eigene Kraft herumfliegen können. Eine Wasserpistole, eine Puppe. Irgendwas wie ein Brief. Mit ihm spielen können wir nicht. Da ist auch ein Poster. Wenn er seine Kraft aktiv hat, dann gibt's irgendwie so ein Summen. Oder Rauschen. Achtung. Na?
So als würde einfach ein Lüfter dröhnen. So klingt es, wenn er seine Kraft einsetzt und das Spielzeug herumfliegt. Der Mac. Gut, dann bleibt jetzt nur noch übrig Feuer machen. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. I could start Daniel's delivery service. Eine Pizza, die 30 Kilometer weit entfernt ist, einfach herfliegen lassen durch Kraft. Weird. Wegen des vielen Senfs, der Senftuben. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Ja, das. Alles noch abzieht, ne? Ansonsten muss das Ding ja nicht so sehr funktionieren. Also da gibt es jetzt nicht so viele Funktionen. I'm just glad we found you. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. And Sean. What? It was published before you were even born, Sean. Oh. Naja, 93 und was wir noch alles gefunden haben. Dude, jetzt beginnen sie draußen. Delicious selection of cans in the kitchen. What are you waiting for? Also ich muss mich hier umgucken. Wenn es jetzt noch mehr Besprechungssachen gibt, dann sollten wir das besprechen. Hab schon gesehen, da war was Blaues, aber ich gucke jetzt nochmal hier in der Ecke. Das Trüffelkissen, das ist nicht zu besprechen. Daniel needs a doggo friend. How you doing, Mushroom? Keine Antwort. You're the best puppy in the world. Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. You really did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Werden wir noch erfahren? Chris und Max. Auch wenn es bei ihr etwas anders ist, bei Max unterscheidet sich dann doch eine Ecke deutlich von Chris und von Daniel in ihrer Kraft. Kann man noch mehr besprechen? Etwas, was im Bad ist? Ich denke mal nicht, aber ich gucke zur Sicherheit mal. Nix blau umrandet. Auch nicht das Fenster. Nö. Tja, auch nicht. Jetzt können wir hier spielen. Nice work, Daniel. All that Minecraft paid off. Was ist da für ein Zettel? Das ist doch kein CD-Spieler. Das da hinten ist ein CD-Spieler. Ja, okay. Ach ja, der CD-Spieler, die Schrift ist halt genau über dem Ansehen von der Tafel. Daniel loves his brand new tablet. His new tablet. Man, I miss listening to music so fucking much. This hot dog man issue is kinda weird. Ja, mit dem. What? It was published before you were even born, Sean.
Aber schön, dass das Daniel anspricht. Burger oder die Trüffel. Dass er das anspricht. Ich habe ja selbst nach dem Datum gesucht und keins gefunden. Aber jetzt ist um Bescheid. Womöglich aus dem letzten Jahrtausend. Ja, mit dem Handy ist auch die Musik verloren gegangen, die er da drauf hatte. Und die ganzen Erinnerungen, Fotos, Videos, Notizen. Man, I miss listening to music so fucking much. Die beiden Sachen können nicht angeguckt werden, Mann. No way, I'm touching that. Sieht ein klitzeklein wenig gruselig seltsam aus. I could do a super cool manga about Daniel. Wieso aber so gut zeichnen kann? Der Charme, die Chloe, die Steph, der Mikey. Dann wollen wir mal Futter auswählen. These were all I found when I hit the town last week. Tough choice. Schwere Entscheidung. Konservendose, Konservendose, Konservendose oder Konservendose. Das Bildchen ist nämlich überall gleich. Im Zweifelsfall rechts. Oder die goldene Mitte? Ne. Better talk to Daniel after dinner. So tired of eating the same shit. I just want one slice of pizza. Hier oben kann man nichts draufstellen. Brauchen wir jetzt einen Besen? Nee. Hier ist der Herd, aber der wird wohl nicht funktionieren, zumal da ja irgendwie was rein müsste, was Wärme abgibt. Da ist ja schon was. Also die Dose einfach oben drauf stellen. Oh Mann, ey. Das ist dann schon ziemlich arm, aber passt ja. These were all I found when I hit the town last week. Muss ich jetzt noch einen Topf finden? Ich meine, wir können die Dose auch so auf den Ofen stellen. Okay. Warum habe ich die noch nicht gesehen? Das ist bestimmt hier, wo aufgewaschen wird, einen sauberen Topf. Nehmen wir doch den Eimer. One pan, one wash, zero mess. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. Er könnte sich das mit dem Abwasch sparen, indem man einfach die Dose auf den Ofen stellt. Like in Seattle. Remember? Of course I remember. You always got sick on s'mores and ruined the toilet. Yeah. I missed that time. I know. Schön sieht's schon aus. Also so ein Haus zu haben, mitten im Wald, hat schon was. Wenn es jetzt noch richtig funktionstüchtig wäre mit absolut top in Schuss, mit Strom und Wasser, alles was halt dazu gehört, wäre das schon verdammt cool. Klar, wäre auch etwas gruselig, weil next. Chef Diaz will prepare the can. Die nächste Zivilisation ist weit weg. I'm getting better at controlling this thing. I'll never stare. Allein schon
Allein schon aus dem einfachen Grund, Sicherheit. Die Polizei rufen, bis die hier ist, das dauert. Und überhaupt, so abgeschieden, wenn hier jemand mal vorbeikommt und sich denkt, hey, ich gehe da mal rein und hol mir was und generell, ich ärgere einfach mal die Leute da, beklau sie, dann ist das eine Einladung, wenn hier niemand in der Nähe ist. Am besten noch ein paar Selbstschussanlagen ums Haus aufstellen. Da fühlt man sich gleich viel sicherer. Habe ich es jetzt schon mal angeguckt? Ja, ne? So tired of eating the same ja. Shit. Also jetzt, nachdem es da stand. Ja, mit der Pizza, okay. Zum Glück braucht man dafür keinen Dosenöffner. Einfach aufziehen. Matsch. Oh, auch jemand was, aber... Oh. Süß. Eine Dose für drei, genau, oben drauf stellen. Nah, it's not ready yet. Nah. I'm a ravioli expert now. Ravioli soll das sein? Sieht eher noch so halb Gulasch aus. Daniel needs a doggo friend. Nah, it's not ready yet. Wann sind wir da? Wann ist das Essen fertig? Das sind niemals Ravioli. Das sind niemals Ravioli. Das ist irgendwie Fleischstückchen. Das sieht eher aus wie Gulasch, was denn jetzt passiert. Es wird gewaschen. Ich dachte schon, er macht ganz große Abenteuer. Maybe I can draw a quick sketch outside while the food is heating. Zeichnen. Oh, was? Nein! Verschwunden. Okay. Na. Oh. Aber nicht wieder irgendwo durchsausen und verschwinden. Okay, got it. I've looked enough. Time to draw now. What to draw? What to draw? Was? Ich hab das nicht übersprungen. Pretty good. But I can add more details if I want. Cool. I think I'm ready to draw this. Wie integrieren wir Trüffel, wenn Trüffel herumläuft? Mit einer Menge Fantasie. Die Spuren. Time to take the pen, dude. Hui! Vorbeigeflitzt. Come on, girl. Let's get back in. Tür nicht so lange offen lassen, wird doch kalt. Liegt schon wieder. Daniel needs a doggo friend. Hey, Kollision. Hey, Kollision. Nein, nein, nicht naschen. Dass gar kein Kommentar dazu kommt. So. Nein. We're so lucky this thing is still working. Das sieht so schön wouldn't aus. Have lasted long without heat. All right. Seems warm enough. Gesundheit. Okay, dinner's ready. Ohne Niesgeräusch. Oh, mit Schneefall. Jetzt fehlt bloß noch das gemütliche Licht hier drin. Getting sick of ravioli.
Doch. Tu, als wären es Spaghetti. Besser als nichts. This is real food. It's better than nothing. I'm just tired of the same thing. Do you want it, Mushroom? Boah. Die ganze Suppe auch noch. Das ist aber nicht gut, denn irgendwas muss er essen und der große Bruder muss was sagen und zwar sowas. Daniel. Come on. I know. Hide my powers. But it's just you and me and Puppy. I don't want you to get in the habit. Ich wollte eigentlich sagen, ist was. Schönes Licht, weil Kerzen scheinen. Sorry. I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. In der Kammer? Gotta show him the map. I think I left it with my books. Nothing here. Daniel, what did you do with the map? Gegessen. What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. Aber da jetzt noch was entdecken, was wir eigentlich gar nicht entdecken wollten. Ich würde sagen, wir finden es einfach in der nächsten Folge heraus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.